Willkommen zu einer weiteren Folge Was geht ab? Und heute gucken wir uns wieder Posts an, was Leute geschrieben haben. Es kann eventuell wieder ein bisschen crazy werden und ich würde sagen, wir legen direkt los. Matthias hat Folgendes gepostet. Und zwar, er hat einen kleinen Chatverlauf gepostet und ich würde sagen, den gucken wir uns mal an. Wie man sieht, handelt es sich hier um eBay Kleinanzeigen und hier steht Yu-Gi-Oh! Torwächter. Da scheint jemand wohl einen Torwächter zu verkaufen. Und ein Interessent hatte Folgendes geschrieben. Hallo, für 25 Euro inklusive Versand kaufe ich ihn. Okay, was antwortet der Verkäufer? Hallo, das ist leider zu wenig. Sorry. Wie viel geht Torwächter gerade wohl? Zurzeit geht er um die 22 bis 25 Euro, also eigentlich ein ziemlich fairer Preis. Auf jeden Fall antwortete darauf der andere wieder, ich habe aber nicht mehr. Das ist meine Lieblingskarte. Wer hat Torwächter als Lieblingskarte? Aber darauf antwortete der Verkäufer, ist auch echt eine gute Karte. Torwächter ist auf jeden Fall einer der besten Karten. Ich meine, sie ist super alt, extrem schwer zu beschwören, hat kaum einen guten Effekt. Ja, super Karte. Darauf antwortete der andere auf jeden Fall, jetzt habe ich nur noch 22 Euro, weil ich ein Eis gegessen habe. Und an dieser Stelle denke ich mir so, warum schreibt er das überhaupt? Ich meine, okay, der andere möchte mehr als 25 Euro haben und er gibt einfach mal erstmal Geld aus. Warum? Kommen wir zu Danny. Danny hat folgende Frage. In welchem Booster ist der 10.000 Drache drin? Erstmal eine berechtigte Frage. Natürlich weiß man nicht immer, aus welchem Set eine Karte kommt. Kommt sie aus dem Set oder aus dem anderen Set? Deswegen fragt man einfach nach. Aber er ist dafür extra auf Facebook gegangen, ist dann in eine Gruppe. In der Gruppe hat dann Beitrag erstellt, dort die Frage eingetippt und hat dann auf Antworten gewartet? Und die Antwort, die mir hier einfiel, hat auf jeden Fall jemand anderes in den Kommentar geschrieben und zwar Bruder, literally viertes Ergebnis auf Google. Und an dieser Stelle muss ich einfach sagen, Danny, was ist los mit dir? Warum hast du nicht einfach gegoogelt? Ich meine, das alles hier einzutippen und in diese Gruppe zu stellen, hat viel länger gedauert, als einfach zu googeln. Also, nächstes Mal einfach googeln. Kommen wir zu den nächsten und zwar Timo. Timo hat Folgendes geschrieben. Moin, mal eine unübliche Frage für diese Gruppe. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Wird die Cyber-Apie mal demnächst einen Reprint bekommen? Dachte schon, in Sisters of the Rose Set gibt es eine. Nur bislang noch immer nichts. Kommt da was? Egal ob Speed-Duel oder normal. Da gucken wir mal nach. Cyber-Apie. 5 Reprints. Ja, auf jeden Fall einen großen Applaus für Timo, denn er kennt sogar das Set Sisters of the Rose, kann aber einfach nicht googeln, um eben die Reprints zu finden. Ich meine, ja, okay, sie gibt es halt einfach 5-mal. Auch wenn 7 Euro für eine Kamen schon echt viel ist. Kommen wir zum nächsten Post. Und der ist dieses Mal von Danny. Oh, wieder Danny. 2-mal. Mal gucken, ob er diesmal besser gegoogelt hat. Hallo Leute, mal eine Frage. Darf ich alle Exodia-Teile 3-mal im Deck haben? Danny, Google. Und da weiß ich einfach gar nicht, was ich drauf antworten soll. Ich meine, ja okay, man will Exodia spielen. Kann ich ja vielleicht verstehen. Doch dann will man die Teile 3-mal spielen. Erst in einer Yu-Gi-Oh!-Gruppe, wo aktiv über Yu-Gi-Oh!-Geschehnissen geredet wird. Über die Verbotsliste und... Hey, warte mal. Vielleicht steht auf der Verbotsliste ja auch die Exodia-Teile und der Exodia-Kopf. Hier kann man auf jeden Fall an Danny nur sagen, bitte google das nächste Mal. Obwohl, wenn er weiter schreibt, habe ich weiter Kommentare für mein Format. Und das war's mit dieser Folge. Falls euch das Video gefallen hat, dann nickt jetzt. Denn dann weiß ich auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. What? Wieso?